Den Oberligaschläger zwischen Tramin, traditionell in Schwarz-Weiß, und Brixen in den blauen Trikots wollen sich am Karfreitag viele Fans nicht entgehen lassen. Darunter auch Alessandria-Profi Manuel Fischnaller, der Bruder vom Brixener Mittelfeldmotor Hannes Fischnaller. Für beide Teams geht es ja eigentlich nicht mehr um ganz viel, denn in der Tabelle werden sie keine großen Sprünge mehr machen. Aber was bei so einem Duell natürlich zählt, das ist das Prestige. Die erste Chance haben die Brixner mit Gonsalvo, der in der 7. Minute den Pfosten trifft, und danach setzt Fischnaller die Kugel neben das Tor. Im Anschluss neutralisieren sich beide Teams im Mittelfeld. Erst nach einer halben Stunde erobert Bichler hier gegen den jungen Trenkwalder den Ball, dann Pomella mit der Hereingabe, Fichter fälscht ab und Tramin führt aus dem Nichts mit 1:0. Hier noch einmal in der Wiederholung das unglückliche Eigentor vom Brixner Kapitän Markus Fichter. Und Tramin könnte kurz darauf nachlegen. Pomella mit dem langen Ball auf Bichler, der legt quer für Daniel Pfitscher. Ja, und so eine Chance verwertet der ehemalige FC Südtirol-Profi normalerweise mit verbundenen Augen. Hier aber kullert das Spielgerät ins Tor aus. Kurz vor der Pause melden sich auch die Gäste noch einmal. Feckel mit der schönen Flanke, aber Gonsalvo trifft das Leder per Kopf nicht richtig. Nach 45 Minuten steht es 1:0 für die Hausherren. Und die Gastgeber könnten nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung herbeiführen. Pomella nach einer Stunde mit dem weiten Einwurf. Pfitscher zieht ab, aber Brixens Goalie Elias Unterfrauner und der Pfosten verhindern das 2:0 der Unterlandler. Noch einmal der Abschluss der Traminer Nummer 9, der jedoch von keinem Torerfolg gekrönt ist. Postwendend spielt auf der Gegenseite Blasbichler diesen herrlichen Pass auf Gonsalvo, der ihn perfekt annimmt, dann aber zu hastig abschließt. Brixens Topscorer hätte mehr aus dieser Möglichkeit machen müssen. Die Sebastianiel verhöht jetzt die Schlagzahl. In der 75. Minute tritt Tesaro diese Ecke. Fichter schaltet im Getümmel am schnellsten, aber Walter Corradini ist auf dem Posten. 120 Sekunden später kann der Tramino Goalie aber nichts mehr ausrichten. Andy Ricci spielt diesen langen Ball auf Raphael Oberauch. Ja, und der Joker fackelt nicht lange rum, macht das abgebrüht und gleicht aus. Erster Oberliga-Einsatz für Raphael Oberauch, erster Treffer. Das sind die Geschichten, die der Fußball so schreibt. Eigentlich war voll aufgeregt, weil der Ball gekommen ist. Haben wir schon gedacht, zum Linienrichter geschaut und gedacht, dass es abseits ist, aber haben gesehen, dass er das Final nicht aufgehört hat. Dann bin ich weitergelaufen und auch ganz in Klasse hingetun. Wenig später könnte Brixen sogar in Führung gehen. Gonsalvo schlägt aus dieser Tesaro-Flanke, aber kein Kapital. Die letzte Chance haben in der 89. Minute die Traminer. Nach diesem schnell vorgetragenen Konter versucht es Martin Bichler aus spitzem Winkel. Es bleibt beim Unentschieden, eine Punkteteilung, die völlig in Ordnung geht. Das sieht auch Tramins Stefan Rellich so, der nach über 2 Monaten Verletzungspause in der 72. Minute sein Comeback gegeben hat. Wenn man ein Spiel auf 90 Minuten sieht, dann ist, glaube ich, das Ausgleich gerecht. Die erste Halbzeit, muss ich sagen, hätte man könnte die eine oder andere Chance verwerten, wo wir auch offensiv Bälle besser gehabt haben, Chancen ausgespielt haben. Die zweite Halbzeit weiß ich genau, weil in den letzten 20 Minuten ist für mich dahinter gegangen. Wir haben vorhin wenig Bälle gehabt, wir sind mehr geworden, wir sind wieder eine junge Mannschaft gewesen. Von dem her, wir die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit, no, passt das, so gehen wir schon. Ma, al di là del punto sono soddisfatto della prestazione perché abbiamo sofferto il primo tempo, forse siamo andati in svantaggio in maniera un pochettino fortuita, però il Termina ha meritato perché ha saputo metterci alle corde, ci siamo abbassati molto anche per merito loro. Invece poi mi è piaciuta la squadra perché abbiamo ragionato in spogliatoio, il secondo tempo la partita l'abbiamo capita, i ragazzi sono stati bravi, non hanno perso mai la testa. Gli rimprovero solo forse gli ultimi minuti perché per volerla vincere abbiamo rischiato di perderla. Comunque, buona prestazione contro una buona squadra su un campo difficile, per cui sono soddisfatto.